Hallo, meine Damen und Herren. Wir wollen Ihnen hier an dieser Stelle Fragen und Antworten präsentieren rund ums Thema Kreuzfahrten. Vielleicht buchen Sie ja gerade Ihre Traumreise hier bei uns mit unserem Partner Rewe Reisen oder Sie sind gerade auf der Suche nach Ihrem Lieblingsort, wo Sie gern hin möchten. Eine Kreuzfahrt bietet sich da natürlich an. Und wenn Sie Fragen haben, die beantworten wir hier. Zum Beispiel wurde gefragt, sind Trinkgelder an Bord inklusive? In den meisten Fällen sind Trinkgelder an Bord inklusive. Das heißt, wenn Sie eine sogenannte All-Inclusive-Reise haben, kommen eigentlich so gut wie keine Kosten auf Sie zu. Dennoch macht es natürlich Sinn, immer mal einen kleinen Euroschein oder die Kreditkarte oder mal ein paar Münzen parat zu haben, um dem einen oder anderen dann vielleicht doch was zuzustecken. Also das obliegt Ihnen und Ihrer Individualität. Dann wurde gefragt, wie sieht es mit Ausflügen an Land aus? Naja, im Vorfeld sollten Sie sich natürlich Gedanken machen, welchen Ausflug, welche Aktivität möchte ich machen und die entsprechende Kleidung schon zu Hause in den Koffer packen. Ob Sie alleine unterwegs sein möchten oder in der großen Gruppe, Sie können vor Ort buchen oder aber natürlich auch auf eigene Faust einen Landgang unternehmen. Hier empfiehlt es sich, entweder einen Taxifahrer vor Ort zu fragen oder Sie laden sich eine App runter und gucken mal die Gässchen und Straßen Ihres neuen Lieblingsortes einfach auf eigene Faust an. Ja, was passiert, wenn ich zu spät zur Abfahrtzeit komme zum Schiff? Das wäre doof, weil dann fährt das Schiff weg. Das Schiff wartet nicht auf einzelne Passagiere. Sie sind selber dafür verantwortlich, pünktlich an Bord zu sein. Das wird Ihnen jeden Tag gesagt, also unbedingt auf die Uhr achten, denn sonst heißt es Winke, Winke, Lieblingsschiff. Das wäre ja doof. Also Pünktlichkeit ist wichtig. Kann ich an Bord shoppen? Ja, man vergisst ja schon mal was zu Hause. Da möchte man dann vielleicht gerne an Bord einkaufen. Es gibt verschiedene Geschäfte auf den verschiedenen Schiffen. Meistens zusammengefasst in einer sogenannten Shopping Mall. Da kann man dann entweder Souvenirs oder aber auch mal das ein oder andere Accessoire oder zu Hause vergessene Kosmetikartikel kaufen. Bei so speziellen Dingen wie Kontaktlinsen würde ich sagen, die müssen Sie von zu Hause mitnehmen. Solche Sachen gibt es dann nicht an Bord. Ja, und ganz spannend, wie verhindere ich, dass ich seekrank werde? Meistens sagt der Kapitän rechtzeitig, dass es unruhig wird auf dem Meer. Dann wissen Sie, aha, dann kann es ein bisschen wackeln, dann unbedingt den Alkoholkonsum beachten, am besten gar keinen Alkohol trinken, denn sonst wird es Ihnen dann eventuell doppelt übel, dann werden Sie grün im Gesicht, das wäre doof. Aber wenn es dann mal passiert, keine Sorge, es gibt natürlich auch einen Arzt an Bord und auch eine medizinische Station, also Ihnen wird auf jeden Fall immer geholfen, da kann nichts passieren. Und in den meisten Fällen fährt so ein Schiff glatt wie ein Auto. Das war's für den Moment. Wenn Sie sagen, wow, jetzt möchte ich buchen, dann buchen Sie doch jetzt und hier mit unserem Partner Rewe Reisen. Und hier geht es jetzt weiter mit Fragen und Antworten zum Thema Kreuzfahrtreisen. Sie interessiert, muss ich an der Seenotrettungsveranstaltung teilnehmen? Ja, unbedingt. Da versteht die Crew auch keinen Spaß. Sie sind verpflichtet, an der Seenotrettungsübung teilzunehmen. Meistens ist sie am ersten Tag. Sie nehmen ihre Schwimmweste, ihre Rettungsweste mit. Die finden Sie auf Ihrer Kabine. Aber keine Sorge, die Crew versteht hier zwar keinen Spaß, hilft Ihnen aber auf jeden Fall, damit Sie die Seenotrettungsübung erfolgreich absolvieren. Habe ich eine Rückzugsmöglichkeit an Bord? Es gibt ja sogenannte Seetage. Und natürlich an den Seetagen verlässt keiner das Schiff, ist ja logisch. Da kann es auch schon mal ein bisschen eng werden. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, es gibt immer Rückzugsmöglichkeiten. Wenn Sie eine Liege haben möchten an Deck, weil es vielleicht ein schöner Sonnentag ist, sollten Sie sich die natürlich rechtzeitig aussuchen. Sollte ich Englisch können? In den meisten Schiffen wird Deutsch gesprochen, wenn Sie deutschsprachig buchen. Es gibt natürlich Schiffe, die international unterwegs sind. Da sollten Sie im Vorfeld darauf achten, dass Sie, wenn Sie kein Englisch sprechen, nur ein deutschsprachiges Schiff buchen oder eben der englischen Sprache mächtig sind. Na, da lernt man Leute kennen. Wie sieht es aus mit meinen Papieren? Was ist notwendig? Also ganz wichtig ist, Ihr Reisepass muss am Reisedatum noch mindestens 6 Monate gültig sein. Also es macht Sinn, vorher einen Blick in selbigen zu werfen, dann seine Unterlagen schon vorzeitig zusammensuchen, damit man noch nichts vergisst. Ja, wenn Sie sagen, toll,
Jetzt bin ich aufgeklärt, jetzt möchte ich die Reise buchen. Dann stöbern Sie doch mal hier bei Channel 21 mit unserem Partner Rewe Reisen. Haben wir auch für Sie die passende Kreuzfahrt im Angebot. Kreuzfahrten sind wahnsinnig beliebt. Fragen und Antworten gibt's hier. Und so geht's hier weiter mit einer tollen Frage. Ist eine Kreuzfahrt auch etwas für Alleinreisende? Na, grundsätzlich ist eine Kreuzfahrt meiner Meinung nach was für jeden. Ob alleinreisend, ob als Paar, ob mit Kindern, mit der Familie oder gleich mit mehreren Generationen, überhaupt kein Problem. Übrigens, für Alleinreisende gibt es immer tolle Aktionen an Bord, Treffpunkte, damit Alleinreisende nicht länger alleine bleiben. Gibt es Möglichkeiten an Bord, um sich fit zu halten? Naja, die meisten modernen Kreuzfahrtschiffe haben regelrechte Fitnessstudios an Bord. Vorteil für Sie, wenn Sie hier trainieren, zum einen können Sie mehr ans Buffet gehen und die Kalorien purzeln lassen. Und Sie können natürlich auch mit dem einen oder anderen Trainer mal sprechen. Denn oftmals sind die Trainer super ausgebildet und bieten Ihnen tolle Möglichkeiten, auch Workshops zum Thema Sport, auch an Deck, um das schöne Wetter zu genießen. Ist Trinkwasser inklusive? In den meisten Fällen ja. Zusätzlich zu dem Wasser, was oftmals auf den Tischen zum Essen gereicht wird, gibt es auch Trinkspender an Bord, damit Sie überall zwischendurch auch mal ein Gläschen oder ein Becher Wasser trinken können. Was muss ich auf einer Kreuzfahrt in ferne Länder beachten? Ganz wichtig, machen Sie sich vorher schlau über die Temperaturen vor Ort. Denn oftmals, wenn Sie dort ankommen, ja, das ist ein Riesentemperaturunterschied. Sie fliegen vielleicht bei kalten Temperaturen in Deutschland, in Europa ab und kommen dann in fernen Ländern an und es ist eine tropische Hitze. Machen Sie sich darauf gefasst, stellen Sie sich darauf ein, dann steht Ihrer Kreuzfahrt nichts im Wege. Ja, und wenn Sie die richtige Kreuzfahrt jetzt gerne buchen möchten, dann buchen Sie sie doch jetzt hier. Stöbern Sie ein bisschen rum, denn die passende Reise finden Sie mit unserem Partner Rewe Reisen.